Hallo zusammen, hier ist Stefanie von Steffs Kreativatelier. Ich schaue gerade mal, jo, so passt es, glaube ich. Ja, Stefanie von Steffs Kreativatelier, hallo. Ich möchte heute mit euch wieder aus einem 12x12 Bogen ein kleines Mini-Album oder eine quadratische, eher Endloskarte machen. Und hier ist mein Spickzettel dafür. Also 12x12 Inch. Den Bogen falzt ihr bei 369, dreht es bei 369 Falzen. Hier müsst ihr das ausschneiden. Da und da Kleber drauf, dann wird das umgeklappt. Dann habt ihr ja nur noch zwei Kleber, Kleber umklappen, dass es dann so aussieht. Und ihr braucht DSP, vier verschiedene, mit je vier kleinen Quadraten von 7,2 mal 7,2 Zentimeter. So, das ist der Spickzettel und die grobe Anleitung dazu. Jetzt basteln wir los. So, ich habe mir einen flüsterweißen Cardstock rausgesucht. Ich habe auch schon die kleinen Quadrate zurechtgeschnitten, den Magnolienweg. Die werde ich verwenden. Die packen wir aber noch auf die Seite, die brauchen wir erst hinterher. So, jetzt den Papierschneider. Falzklinge weg. So. Und los geht das bei 3 Inch. Falzen. Ich klappe schon mal gleich den Arm aus. Bei 3 Inch. Na. Bei, ups, fast geschnitten, 6 Inch. Inch. Und jetzt nochmal drehen. Machen wir gleich hier hinten weiter. Arbeiten rückwärts sozusagen. 9 Inch. Inch und nochmal 3 Inch. Da haben wir sie. So, 3 Inch. So, dann müssen diese vier, ich weiß nicht, ob ihr das gut seht, ihr habt jetzt 16 Quadrate und die mittleren vier müssen rausgeschnitten werden. Klappe ich den mal kurz auf die Seite, weil dazu falze ich mir das einmal in der Mitte ordentlich mit dem Falzbein nach. Und jetzt könnt ihr das mit einer Schere ausschneiden oder aber auch mit eurem Papierschneider. Ihr legt den Papierschneider bei 3 Inch, Quatsch, das Papier bei 3 Inch in den Papierschneider, so rum. Und schneidet dann von der ersten Falz, die ihr hier seht, Linie über die 6 zu den 3 Inch hoch. Muss mal kurz gucken. So, habt ihr das geschnitten und jetzt müsst ihr es noch runterschneiden. 3 Inch anlegen. Das ist am einfachsten. Ab der Marke nach unten. Aha, ist nicht ganz durch, das machen wir gleich. Auch hier dann bei 3 Inch wieder anlegen. Und jetzt quasi von der Falzlinie nach oben weg. So, ach ja, fällt's. Dann fällt es fast schon raus. So, die Sachen könnt ihr zur Seite. Ja, so viel zum Thema. Falsch geschnitten, also das ist falsch. Ich drücke auf Pause und bereite das Blatt noch einmal vor. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt natürlich richtig, ne? Ihr müsst darauf achten, dass wenn ihr es rausschneidet, natürlich ihr da hochschneidet, wo die Kante zu ist und nicht von der offenen Seite. Bringt nicht viel. Jetzt werden alle Falzlinien kräftig nachgezogen
Und zwar in alle Richtungen, die ihr habt. Also vorwärts und rückwärts. Dass sich das nachher alles gut auch legt. Da noch. Und hoch. Dann hier die Seiten. Dann habt ihr es nachher etwas leichter beim Zusammenfalten der Karte. Dann bewegt sich das einfach einfacher. Einfach einfacher, genau. So, was fehlt noch? Die da oben. Und noch einmal so rum. So. Jetzt habt ihr das so vor euch liegen oder auch so rum, ganz egal. Und jetzt wird Kleber hier oben in die Ecke und hier unten in die Ecke aufgebracht. Ich schau mal, das könnt ihr mit doppelseitigem Klebeband machen. Ich nehme Tombow. Komplett ausfüllen. So, und hier unten das Quadrat. So, und dann faltet ihr das untere nach oben. Achtet darauf, dass es schön bündig ist. Und drückt das schön fest. Und das Ganze macht ihr von oben nach unten auch. Und drückt es gut fest. So habt ihr es dann die Ecke und die Ecke zu. Und jetzt sind die Ecken noch offen. Jetzt kommt hier Kleber drauf und da Kleber drauf. Und die diagonale Ecke da oben. So, und jetzt faltet ihr das einfach hier einmal rüber. Natürlich so, dass das hier schön aufliegt. Drückt das fest. Und jetzt klappt ihr die Seite noch hier rüber. So. Und drückt das fest. Und jetzt ist es eigentlich fertig. Hier steht es ein bisschen über. Ich eben dachte, ich müsste nachjustieren. Das schneide ich ganz leicht, so ganz minimaler Streifen. Den schneide ich jetzt einfach ab. Hoch. Ich habe das schon mal bei einer Karte gemacht und zack hatte ich das, was eigentlich geschlossen ist, aufgeschnitten. So, hoffentlich ist das jetzt nicht wieder passiert, aber eigentlich dürfte das nicht passiert sein. So, und schon ist eure Karte fertig oder euer Mini-Album. Und immer wenn ihr das richtig nach hinten faltet, dass es so ist, könnt ihr das wieder öffnen. Hier ist es noch ein bisschen eng, sag ich mal. Also man muss das wirklich... jetzt nicht ganz so, ihr seht es hier, irgendwo habe ich nicht ganz genau gefalzt scheinbar. Und schauen wir mal, hier hakt es ein bisschen. Da könnt ihr dann einfach mit der Schere noch mal lang gehen und das rausschneiden. Ich glaube, das war nur diese Ecke. Und immer richtig zusammenklappen, aufmachen, zusammenklappen, aufmachen. So, und je öfter ihr das macht, umso besser geht's. So. Jetzt müssen natürlich noch die Quadrate eingeklebt werden. Und da kommen wir jetzt zu den Designerpapieren, die ihr euch entweder im Vorfeld oder jetzt mal schnell zurechtschneidet. Vier Stück habe ich mir rausgesucht. So und so. Dann fangen wir doch mit dem einfach an. Und die klebt ihr
hier jeweils auch die Quadrate. So, ich nehme dafür auch wieder Flüssigkleber. Na komm schon. Reihum. Bisschen Kleber drauf. Und hier aufkleben. Guck, dass ihr einen schönen kleinen Rand lasst. Dann fällt wahrscheinlich auch gleich dieser kleine Fehler mit dem Überstand nicht mehr auf. Wenn ihr natürlich eine Richtung habt, müsst ihr gucken, wie ihr die aufklebt, dass es dann, wenn ihr die Karte so habt, natürlich richtig rum ist. Ihr müsst sie immer wieder drehen, aber eigentlich dürfte das kein Problem sein. Nur beim Zuschneiden halt jetzt ein bisschen gucken. So, dann haben wir die erste Seite auch schon fertig. So, also zusammenklappen. Zweite Seite. Da nehme ich jetzt die Streifen. Nehme ich die oder nehme ich die dunkelgrünen? Ich nehme die dunkelgrünen. Und die mache ich so quer drauf. Das irgendwo so passt das fortlaufend, aber hier nicht. Nee, dann ist es eigentlich auch egal. Ja, wurscht. Also wenn ihr das dann noch berücksichtigen wollt bei Streifen, dass das hier dann so fortlaufend weitergeht, dann könnt ihr das versuchen. Ich habe da jetzt einfach nur der Reihe nach abgeschnitten. Ich glaube, dann müsste ich das müsste man mal ausprobieren, wie man es dann halten muss, im Papierschneider legen muss, dass man die Quadrate so fortlaufen hat. Mir ist das jetzt egal. Aber wenn ihr darauf achten wollt, müsst ihr das ausprobieren. So, zweite Seite fertig. Klappen es wieder um und klappen auf. Jetzt kommen wieder die Blumen. Selbstverständlich könnt ihr das mit jedem Designerpapier machen, was euch gefällt. Ihr könnt es auch mit Farbkarton hinterlegen. Ihr könnt es bestempeln mit weißem Papier und dann bestempeln und dann drauf machen. Das bleibt euch überlassen, wie ihr es gestalten möchtet. Ich werde das wahrscheinlich auch nochmal maritim machen. Da irgendwie stehe ich da im Moment voll drauf. Auf die maritime Geschichte. Und ich weiß auch schon, wem ich das dann schenken würde. Mal schauen. So. Und auch hier ist die Seite fertig. Noch eine fehlt uns. So. Und die Streifen, hoppla, mache ich auch wieder so drauf, quer. Dann ist das schön im Wechsel. Ihr könnt kleine Fotos reinkleben, ihr könnt Sprüche reinkleben. Mit der Verzierung würde ich vorsichtig sein. Ich glaube, ich werde gleich mal schauen, was ich noch von diesen Miles and More, von diesen Karten habe, von, da sind glaube ich auch Sticker drin, wie heißen die denn nochmal, Cards and More, glaube ich, das habe ich nämlich noch, und dann vielleicht einfach nur vereinzelt eine Blume aufkleben oder ein Blatt oder einen kleinen Spruch in die Ecke stempeln, ich denke darauf läuft es hinaus. Denn das Stempelset und die Stanzen habe ich vom Magnolienweg nicht. Man muss ja nicht immer alles haben. Es gibt auch noch viele andere Firmen.
bei dem man schöne Sachen bestellen kann. Zumindest handhab ich das so. So, aber trotz allem, wer noch einen Katalog braucht, kann sich gerne melden. Die E-Mail schreibe ich unten in die Infobox, dem schicke ich selbstverständlich einen zu. Aber ihr werdet oder habt ja auch schon gesehen, ich bin nicht nur mit Stampin' Up unterwegs, ich benutze auch andere Materialien, weil das, was mir gefällt, das verbastel ich auch. So, jetzt haben wir die Karte aber soweit fertig. Jetzt schaue ich nach diesen Rolls an. Hier sind sie. Und hier sind auch die Aufkleber. Nochmal. Und hier auch noch. So. Naja, das sind immer, das ist doppelt. Das doppelt habe ich schon von irgendeinem, da habe ich schon angefangen. Dann kommt die schon mal wieder auf die Seite. So, ich handhabe es aber, also ich verschenke das auch gerne so, weil dann passt es auch. Wartet, ich habe einen Umschlag parat. Mit Porto ist es natürlich dann mehr, aber es passt in einen Umschlag. Da müsst ihr nur wiegen, wie viel das wiegt. Und dann könnt ihr das so auch verschicken. So wäre es quadratisch auch mehr Porto. Oder wenn ihr es übergebt, könnt ihr es auch quadratisch lassen. Aber ich finde das so ganz nett. Und wenn man es aufklappt, geht es halt los. So. Dann machen wir doch einfach mal vereinzelt. Könnt ihr auch mal. Hello you. Was da klebe ich nur eine Blüte drauf, mache ich aber ein bisschen platt mit der Haut, dann klebt das hinten nicht mehr so arg. Das finde ich gut und nehme Dimensioner. Diesen Trick habe ich mir bei Stempelwiese abgeguckt, die macht das auch. Das finde ich total gut. Man kann natürlich, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht und manchmal mache ich das auch, auf einen Cardstock kleben, auf Papier und dann ausschneiden. So. Hier werde ich wahrscheinlich einen Spruch noch irgendwie reinmachen. Bei den Streifen. To the happy place, congratulations. Oh. Das fällt halt wenig auf, ne? Nehmen wir so ein Fähnchen. Ne, das klebe ich so, aber so, dass es da oben bündig ist, runter und das so leicht darüber. So. Ja, das reicht schon. Mache jetzt nur ein bisschen Verzierung, weil ich noch nicht weiß, was weiter damit passiert. Das wäre mir jetzt zu unruhig, wenn ich da auch was mit den Blüten mache. Aber da würde das Gelb sich gut machen. Dann nehme ich... Immer die oberste Ecke, gell? So, dann schneide ich da bündig ab. Klebe mir den hier zurück. Und dann kommt da noch drauf so eine kleine Bordüre. Nehmen wir die in dunkel. Jetzt mal gucken. 7,2, das kann ich ja eigentlich ausmessen. Das ist direkt dahinter. Praktisch. Hoppla. Die klebe ich da noch drauf. Ein bisschen weiter runter. So, und jetzt kommt noch ein Hello You. Dahin. So.
Und hier wieder umklappen. Ach, hier machen wir wieder Blüten hin. So. Und noch was. Das wird dann fast zu viel. Ne, nee, das passt nicht. Das ist einfach nur die eine Blüte. So, fertig. Ha, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? So. Bis dahin. Aber dann. Ja. Also die muss noch mal ab. Gucken, ob ich die abkriege. Wäre, glaube ich, jetzt auch nicht schlimm, wenn die da bleibt. Aber ist die einzige. Erstmal das vorsichtig ab. Und jetzt kann ich den ganz vorsichtig abknüppeln, ohne die Hoffnung, dass das Papier nicht kaputt geht. Heute ist wieder so ein Pannen-Videotag. Aber ich denke wirklich auch, also ich habe neulich einen lieben Kommentar gelesen, dass das gut ist, dass ich die Fehler drin lasse. Ja, ich wüsste auch gar nicht, wie ich die immer da rausschneiden soll, weil wie gesagt, ich bin kein Technikfreak. Und auf der anderen Seite, wenn das immer so perfekt ist, euch passieren die Sachen doch auch. Also warum darf es mir nicht passieren? Wenn euch das zu lange dauert, dann müsst ihr vorspulen, wenn euch sonst das Thema aber interessiert. Und ja, wie gesagt, meine Fehler bleiben drin. So, fertig ist es. Den Rest dekoriere ich, wenn ich Bilder oder kleine Sprüche reinmache. Und das weiß ich halt auch erst, wenn ich weiß, wem ich die Karte schenke oder dieses Mini-Album. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln. Oder so. Viel Spaß beim Nachbasteln. Bis zum nächsten Video. Tschüss.